Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei RimWorld, wo wir weiterhin an unserer Kolonie arbeiten. Wir sind immer noch in Season 1 und es wundert mich, dass ich noch nicht längst gestorben bin. Aber manchmal hat auch der Proof ein bisschen Glück. Und kann dementsprechend... Moment, öffne meine Kommunikation. Ach, wir haben gar keinen Trader in der Nähe. Ich dachte, es wäre noch ein Schiff im Orbit. Und was wir auch machen können ist... wo sind sie? Noch weitere Equipment-Pots, beziehungsweise wir können jetzt erstmal nur einen. Haben nichts mehr. Das ist ja mal echt kacke. Warum holen die Leute den ganzen Kram nicht? Ach, jetzt machen sie es. Wo ist es? Sogar keine Chance. Warum ist es wieder explodiert? Das macht es nicht gerade realistischer. Ach du Kacke. Dann kommen die von oben, da wo ich natürlich meine beste Verteidigung nicht habe. Aber... da oben können wir gut verteidigen. Theoretisch. Wenn ich denn eine Leitung bis nach da oben lege. Obwohl, es wäre auch Schwachsinn. Wo sind denn meine Sandsäcke da? Ja, geh erstmal schlafen, das ist eine gute Idee. Ist ja nicht so, dass wir gleich angegriffen werden. So, gib mal Stoff mit dem Aufbauen. Da ist sogar Stark dabei. Warum hat der denn kein Equipment? Ach, so kann ich die aufwecken. Wenn die kommen, kriegen die eine ganz schöne Überraschung. So, schöne Geschichte. Vor allem, wo sind denn die letzten jetzt? Moment, wir müssen nochmal. Moment!
Feuer frei! Das ist der erste erledigt. Wo sind meine restlichen Truppen? Komm her, Schwarz. Können die echt von so weit entfernt schießen? Ach, Peterson brennt, deshalb ist er so angepisst. Ist natürlich echt kacke, wenn die Leute brennen. So, hat irgendeiner von denen überlebt? Natürlich nicht. Holt euch O'Neill! Was ist jetzt? Rollt er sich gerade auf den Boden oder stirbt er einfach? Sehr schön, genau. Erstmal vom Geschütz das Feuer ausmachen. Und du hast ihn nicht mehr gekriegt, macht nichts. Letztendlich haben wir ja gewonnen. So, dann können wir es mit den Konstrukten wieder auf 3 setzen. Da. Ein Hoch auf unsere Kolonisten, die erneut gesiegt haben. Ist echt ein bisschen gay. Und ich brauche echt nachher mal wieder was im Orbit, wo wir unsere Waffen verkaufen können. Jedenfalls das Überschüssige. Ach, weißt du, warum ich hier nicht bauen kann? Wegen der Stromleitung. Ich werde bekloppt. Da muss ich die anders legen. Ja, genau. Und vor allem ist das eine Stromleitung, die ich nicht mehr brauche. Die ist einfach nur Bonus gewesen. Wie sie die Steine wegräumen. Das kostet alles so viel Zeit. Aber langsam werden die richtig gut in dem, was sie tun. Er ist sogar fast sozial.
Im Shooting werden sie auch immer besser. Genau, die Waffen brauchen wir gerade nicht. Was wir jetzt wirklich brauchen, sind halt die Hydros. Wo ich aber wirklich, glaube ich, erstmal den Boden mache. Nee, das nicht, weil da ist die Lampe im Weg. Wir müssen den Boden noch ein niedriger setzen. So. Ah, sehr gut. Industrial Trader ist da. Essen kaufen die für günstig. Ja, wir können die ganzen Pistolen verkaufen. Ich weiß gar nicht, die Molotow-Cocktails sind eigentlich ganz cool, aber... Kaufen wir einfach mal. Wer weiß, wofür es sich noch lohnt. Aber vielleicht hat es einfach noch gar keine Funktion. So, da haben wir die Hydro-Tables. Das wird die super, mega, geniale Anbauanlage für Cannabis, für Essen. Und wir brauchen einen neuen Dropbeacon. Dem seine Position ist mich inzwischen richtig scheiße. Zurzeit kriegen sie es nicht mal hin, die Felder abzuernten. Ups, wir haben auch kein Metall. Schon wieder. Aber praktisch könnten wir eigentlich nochmal die Kommunikation aufmachen. Weil Metall ist bei denen sehr günstig. Kaufen wir direkt Metall wieder ein. Also sie sind ja eigentlich für drinnen gedacht, aber so wachsen die ja auch. Hell genug, um Korb zum Wachsen zu bringen. Dann könnten die eigentlich den ganzen Tag wachsen, oder? Wenn ich so eine Sonnenlichtlampe nehme. Schön Feuer. Sie brauchen einfach so viel Power. Deshalb müssen wir es noch mal ein bisschen
verändern. Und so aufbauen. Ach, ein Sklavenhändler kommt. Das ist super. Weil da können wir uns neue Leute holen. Hört sich vielleicht nicht ganz so super an, wie man denkt, aber es ist auf jeden Fall hilfreich für mich gerade. Assassinen? Für 3000. Toll. Cook Brand Austin. Kann irgendeiner von denen was Brauchbares? Ach, der kann Medizin? Ach, das geht aber noch gar nicht, Medizin, glaube ich. So. Aber wir holen uns trotzdem eine. Also sie kann nur kämpfen. Beziehungsweise er kann nur kämpfen. Tja, so ist das manchmal. So, dann brauchen wir noch zwei Türen. Na, eins, zwei. Sehr gut, die wachsen alle. Schauen wir mal, ob die auch wachsen, wenn der andere nicht an ist. Es wächst nicht. Also brauchen wir noch eine Lampe. You weren't able to completely roof a room. Aha, das ist nicht komplett überdacht, weil es einfach zu groß war. Soll ich dir was dazu sagen? Das ist voll doof. So, es wachsen aber alle wieder. Auch nachts. ...1,6 Tage braucht er zum Wachsen. Und hier draußen auch. Naja. Aber ich dachte, die wachsen hier drin ein bisschen schneller als draußen. So, keine Sklaven mehr zu kaufen. War eh Schwachsinn. Weil jetzt habe ich nur eine Kämpferin und sonst nix. Da fällt mir gerade auf, wir haben auch keine... ...Gräber mehr. Ich muss mal gucken, wo ist denn hier überhaupt noch Metall? Ja, ich hab's oben gesehen. Aber ich wollte es eigentlich nicht die so weit laufen lassen dafür. Dann lassen wir es lieber hier holen, oder? Boah, richtig schön viel Nahrung produziere ich jetzt. Und endlich verbrauche ich auch mal richtig viel Strom. Und endlich sind wir am Ende unserer Zeit. Endlich übertrieben. Aber wir sind am Ende unserer Zeit und sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt RimWorld. Bis dann, euer Doc. Ciao.